So, meine Freunde, ich hab's schon mal bis hierhin geschafft. Wir sind jetzt beim Showdown mit dieser Natla. Na, komm her. Komm her. Ich werde nämlich erst danach speichern. Weil ich werde erstmal diese Tussi da umlegen. Okay. Das war's mit dir. Jetzt werde ich den Speicherkristall benutzen. Dann kann ich nämlich in Ruhe klettern. So. Und danach hätten wir das Spiel auch durch. Aber ich finde auch das Level atmosphärisch geil, weil die Pyramide stürzt ja quasi ein und das hat ja auch immer so ein Beben. So. Da brauche ich keinen Anlauf. Doch, ich hätte Anlauf gebraucht. Okay, schon verstanden. So. Natla ist ja jetzt erledigt. Aber wir hören ja die tolle Musik nochmal. Geht hier was? Ne. Wozu auch? Weil das ja der letzte Raum ist. Was mache ich denn da wieder für eine Sülze? Also heute hat's echt im Arm.
So, ich werde mich jetzt ein bisschen konzentrieren müssen. Okay. Ja, dann springe ich jetzt erstmal mit Anlauf rüber, bis ich da Stellen entdecken kann, wo ich auch... Oh, Mann! Wieso bewegt die sich auch nach vorne, ey? Das ist zum Kotzen gerade. Und das auch noch kurz vorm Ende. So. Ich weiß ja selber, dass ich die R1-Taste benutzen kann. Kann ich da jetzt einfach rüberspringen? Bitte lass es dort sein. Ja! Ich hab's geschafft. Und raus hier. Gut. Und hier werde ich jetzt einfach nicht nochmal speichern. Und weg war Atlantis. The End. Okay, gibt's keine Musik oder so?
Okay, da komme ich einfach nur zum Intro wieder. Okay. Ja, mein Fazit zum Spiel. Es ist auf jeden Fall Nostalgie pur. Ein Spiel aus meiner früheren Kindheit. Ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gezockt und es hat mir auch in diesem Let's Play Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Auch wenn manche Aufnahme und manche Runs einfach fail waren. Aber das ist halt Tomb Raider, wie wir es kennen. Da hat man einfach nicht immer Glück. Und ich bin doch wahnsinnig überrascht, dass ich mit, ich sag mal, 31 Parts ausgekommen bin. Wobei ich ja gesehen habe, dass das Spiel eigentlich länger hätte gehen können. Deswegen mache ich hier jetzt noch so eine kleine Talkrunde hier. Zumindest was auch die Zukunft von YouTube anbelangt. Auch wenn ich nicht sehr gerne über dieses Thema zu sprechen bin, über dieses Upload-Filter, Artikel 13 und so. Ich glaube da immer noch nicht wirklich dran, dass es passiert. Aber falls es passieren würde, dann werdet ihr von mir jedenfalls nicht mehr sehen können und von anderen YouTubern ebenfalls nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall auf keinen Fall daran, denn ich bin mir sicher, dass es alles gut ausgeht und dass dieses Unternehmen fallen gelassen wird. So. Ja, sonst habe ich zumindest über dieses Spiel gesagt, was ich sagen wollte. Außer, dass ich ja die eine Aufnahme, das war nämlich Part 15, neu produzieren musste und auch Part 27 ein bisschen fail war. Aber gut, der Anfang hatte ja noch geklappt. Und was die Fails im Original Part 15 anbelangt, mal gucken, ob ich die noch irgendwie auch reinschneide oder als Bonusfolge hochlade. Aber bei Super Soccer hatte ich ja auch zwei Fail-Aufnahmen. Die habe ich ja immer noch. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich die hochladen soll oder eben halt nicht. Gut. Ja. Super Turrican 2 läuft nämlich bei mir noch. Das wird dann auf jeden Fall am nächsten Tag noch fortgesetzt. Mal gucken, wie schnell ich dadurch bin. Und die Schlümpfe wird von mir auch auf jeden Fall gekommen. Das war nämlich auch schon eingeplant. Und ich schaue derzeit oft bei Ricky zu, bei seinem Yoshi's Island Let's Play. Da werde ich häufiger auf den Namen GoofTube stoßen. Das Spiel hatte ich nämlich auch von früher. Und das will ich auch irgendwie let's playen, aber schade, dass ich das Spiel nicht mehr habe. Da muss ich auch irgendwie gucken. Ja, und dann wird halt in der nächsten Zeit von mir nichts mehr kommen. Mal sehen, ob ich mir Super Smash Bros. Ultimate doch hole. Weil ich war ja bisher nicht so überzeugt. Doch, ich war überzeugt, aber dann kamen diese DLCs ins Spiel und dann war ich dann doch nicht mehr so interessiert. Aber da ich ja gehört habe, dass es accountgebunden ist, da kann es mir dann eigentlich egal sein. Aber ich werde da definitiv kein Geld dafür ausgeben, weil wenn das accountgebunden ist, dann macht es mir das auch wenig Sinn. Und dann werde ich auch überlegen, ob da noch was von Mario Kart 8, ob ich davon noch was aufnehmen soll. Weil das habe ich nämlich auch für die Switch. Donkey Kong Tropical Freeze habe ich auch schon. Das habe ich ja zum Start mit der Nintendo Switch bekommen. Also das war in dem Bundle dabei, wo ich das gekauft habe. Das werde ich irgendwann mal machen. Falls es euch interessieren sollte. Ja. Ansonsten wird nächstes Jahr erstmal nichts von mir kommen.
Deswegen werde ich bis Ende des Jahres zumindest mit dem Vorproduzieren Gas geben. Und dann lade ich halt alles auf einmal irgendwie hoch, so schnell es geht, damit ihr von mir wieder was zu sehen bekommt, wenn mein Account wieder da ist. Wie gesagt, Super Turrican geht noch weiter und die Schlümpfe stehen auch noch aus. Hiermit verabschiede ich mich. Ich muss nämlich leider dringend irgendwo hin. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!